Hallo zum Sport. Nach den beiden Erstligisten TV Rottenburg und TuS Metzingen geht's im dritten Sommermonat weiter mit den Rückblicken und damit den Tigers Tübingen. Die sind ja nach 14 Jahren in Folge aus der ersten Liga abgestiegen und gingen in der zweiten Barmer Basketball-Bundesliga an den Start. Die erste Partie in Ehingen wurde aufgrund eines Stromausfalls abgebrochen. Ende September stand das erste Heimspiel gegen Hanau an. Die Gegner hießen nun also nicht mehr Berlin, Bamberg oder Bayern München, dafür unter anderem Schalke 04. Die Kulisse passte trotzdem, 2200 Zuschauer kamen. Headcoach und Ex-Tiger-Spieler Alexander Sascha-Natschwey begann mit Allen, Djurasovic, Wolf, Laser und Timmer in der Starting Five. Die ersten beiden Zweitligapunkte gingen auf das Konto von Enosch Wolf. Der 27-Jährige kam von den Hamburg Towers an den Neckar, doch die Gastgeber insgesamt mit nervösem Beginn. Die Hessen bestimmten die Partie, Dreier von Jönke in der Saison 2014-2015 in Tübingen und das war Reed Timmer, 23 Jahre jung. Erster Tübinger Dreier, Elisha Allen, ebenso wie Timmer ein starker Distanzschütze, er kam vom Ligarivalen Kirchheim Knights. Die White Wings lagen nach 10 Minuten mit 9 vorne. Jakob Mampuya aus der Ecke, er ja der einzig Verbliebene aus dem Kader der Vorsaison. Im zweiten Viertel lief es dann aber vor allem bei Reed Timmer. Der bestätigte seine tolle Form aus der Vorbereitung, solo über das ganze Parkett. Klasse! Der drehte mal richtig am Rad und mit einem Dutzend Punkten hintereinander mal eben die Partie. Die Tigers nach einer Viertelstunde nun mit 33-30 vorne. Die Partie wog nun hin und her, vor allem aus der Distanz wurde ordentlich getroffen. Aaron Brennan. Woods für die Jungs in Schwarz, die führten zur Pause mit 49-43. Die Tigers-Fans dennoch optimistisch. Und das zu Recht, die Raubkatzen jetzt mit noch mehr Biss. Allen, nächster Dreier. Wer fehlt noch bei der Ballerei von außen? Na klar, der Kapitän Tyler Laser. Rums, der 30-Jährige spielte schon in halb Europa, unter anderem in Bulgarien und Griechenland und zuletzt in Rumänien. Timmer beschädigte nicht nur seinen Ruf als exzellenter Distanzschütze, sondern war omnipräsent und mit seiner Schnelligkeit kaum zu halten. Aber Hanau hielt dagegen. Dank von Rookie Dorian Adonis Pinson. Die Bälle flogen wie reife Früchte von den Bäumen durch die Reuße. Laser mit Präzision. Noch 2 Sekunden im dritten Abschnitt. Jönke Buzzerbeater mit Brett. Dennoch 8 Punkte lagen die Tigers vor dem Schlussviertel vorne. Mampuya schraubte den Vorsprung auf 11 Zähler. Laser nochmal, doch Hagen robbte sich wieder ran und wurde belohnt. Jetzt wurde es dramatisch. 30 Sekunden vor dem Ende führten die Tigers mit 4, doch Pinson schlug noch 2-mal zu und somit stand es 92 beide Verlängerung. Laser zu Timmer und der tankt sich durch. Tyler Laser, die Tigers auf Kurs Heimsieg, zumal sie auch später von der Freiwurflinie die Nerven behielten. Fastbreak über Laser und Wolf, der vollendet. Die Tigers 50 Sekunden vor Rambo mit 10 vorne. Den Schlusspunkt setzte Reed Timmer, er kam am Ende auf 33 Punkte. Die Tigers gewinnen also ihr erstes Zweitliga-Heimspiel mit 110-101 nach Verlängerung gegen Hanau. 29 Dreier sahen die Fans insgesamt. Eine Woche später setzte es allerdings eine 80-103 Niederlage in Hamburg. Zweites Heimspiel für die Tigers dann am 14. Oktober. 2400 Zuschauer hofften auf den zweiten Heimsieg. Gegner waren die Falcons aus Nürnberg und auch gegen die Franken wurde gleich ordentlich aus der Distanz getroffen. Boso Djurasovic mit der Eröffnung von außen. Reed Timmer für Gelb, Sebastian Schröder dann für Schwarz. Nürnberg spielt seit 7 Jahren in der zweiten Liga. Erste Gästeführung, Schröder für 3. Nürnberg nun besser, den kennen Sie noch, Center Robert Oehle. Er spielte von 2012 bis 2014 für die Tigers in der ersten Liga.
Die Tigers ja seit Saisonbeginn ohne den verletzten Center Robert Nordmann. Wolf setzt sich hier mal gegen Öhle durch. Dennoch führten die Gäste nach den ersten 10 Minuten mit 9. Beste Phase dann der Tigers. Tyler Laser zu Jakob Mampuja und er mit schöner Drehung. Foul gab es auch noch. Durch einen 11-0-Lauf robbte man sich wieder ran. So gedankenschnell ging es selten. Laser zu Brennan. Auch von der Freiwurflinie ließen seine Jungs zu viel liegen. Headcoach Sascha Natschfei, es gibt noch viel zu tun. 43-48 stand es zur Pause. In den ersten 5 Minuten nach dem Wechsel änderte es sich nicht viel. Die Falcons verteidigten ihre Führung. Reed Timmer hier mal für 3. Kann der Nils Hassfurter aber auch. Nürnberg vor dem Schlussviertel wieder mit 10 vorne. Wieder Hassfurter, da schien der Ball schon an der Hallendecke und fällt aber mal ganz locker durch die Reuse. Die Tigers kamen einfach nicht näher ran. Kuriose Szene in der 34. Spielminute. Wainwright wähnte da noch einen Kollegen in Schwarz, doch da stand Sascha Natschfei im schwarzen Anzug. Der Ex-Profi trifft aber auch nicht. Dafür Reed Timmer, er kam am Ende auf 23 Punkte, doch es reichte nicht mehr. Die Tigers Tübingen verlieren verdient mit 82-92 und auch in Paderborn hatte man danach mit 76-81 das Nachsehen. Das Nachholspiel beim Team Ehingen-Urspring ging dann ein paar Tage später mit 91-104 verloren. Am 6. Spieltag hofften der neue Center Robertas Grabauskas und Kollegen gegen Baunach auf den 2. Saisonsieg. Headcoach Alexander Sascha Natschfei feierte da seinen 42. Geburtstag. Und er nominierte seinen Sohn Nemanja gegen die Young Pikes zum ersten Mal in die Starting Five und der gleich mal mit dem Stil und dann ab nach vorne über Tyler Laser. Reed Timmer, Elisha Allen, wieder Latschfei Junior und dann Grabauskas und der 28-jährige Litauer mit den ersten Punkten der Partie. Alle 5 Tigerspieler zuvor am Ball. Die jungen Hechte sind das Farmteam des deutschen Top-Teams Brose Bamberg seit der Saison 2014-2015 in Liga 2. Die Talente sollen so an höhere Aufgaben herangeführt werden. So gingen beispielsweise die späteren Nationalspieler Johannes Thiemann und Andreas Obst diesen Weg. Der Dreierversuch von Allen findet den Weg in den Korb und gleich danach auch der von Laser. Guter Start für die Jungs in Gelb vor knapp 2000 Zuschauern. Bei den Gästen fehlten allerdings auch 3 wichtige Akteure, da sie im Kader der Bamberger standen. Matteo Seric trifft für die Franken. Die Gastgeber sind mit nur einem Saisonsieg noch nicht richtig im Unterhaus angekommen. Vor allem die Defensive schwächelt gewaltig. Nach vorne lief es von Beginn an gut, wieder Laser und dann Laser zu Allen und der mit schöner Körpertäuschung. Die Tigers aber nur knapp vorne. Boso Turasovic für 3, Tübingens Nummer 4, war bei den letzten beiden Niederlagen in Paderborn und in Ehingen jeweils bester Tigers-Schütze. Da haben wir den Headcoach der Young Pikes, Felix Czerny, seit Juli im Amt. Der 34-Jährige hatte 2005 in Tübingen einen 3-Jahres-Vertrag als Spieler unterschrieben, musste jedoch nach nur einem Jahr seine aktive Karriere aufgrund von Rückenproblemen beenden. Seine Jungs blieben dran, Felix Edwardsson ins Glück. Die letzten 4 Punkte im ersten Viertel gingen auf das Konto von Enosch Wolf. Die Schwaben führten gegen die Franken nach den ersten 10 Minuten mit 22-16. Zu Beginn des 2. Viertels taten sich beide Teams schwer, zum Korberfolg zu kommen. Die Tigers zeigten sich in der Abwehr stark verbessert und bauten die Führung im weiteren Verlauf weiter aus. Jurasovic für 3, Baunach traf kaum noch. Seine Jungs nun klar auf Kurs Heimsieg und damit auf dem Weg zum Geburtstagsgeschenk. In der vergangenen Saison konnten sich die Männer in Grün erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt sichern. So und jetzt erzielte auch Tigers Topscorer Reed Timmer seine ersten beiden Punkte. Die Tigers jetzt klar Herr im eigenen Käfig, jeder brachte sich ein. Die nächsten Punkte gingen auf das Konto von Beshnik Bekteshi. Der 25-Jährige ist noch nicht so in Fahrt gekommen bis dato. Das galt aber auch für viele Kollegen, doch jetzt lief es. Tyler Laser schraubte den Vorsprung auf über 20 Punkte.
Zur Pause stand es 47:25 für Tübingen. Wir machen direkt weiter und sehen den Flug des 18-jährigen Nemanja Natschfei. Sein Dunking als Dankeschön für den Einsatz in der Starting Five und natürlich als extra Geschenk für den Papa. Deshalb nochmal in Zeitlupe. Vorne klappte jetzt nicht mehr so viel, doch weiterhin zeigte man eine richtig starke Leistung in der Defensive. Wie gesagt, es war nun offensiv beim Erstliga-Absteiger sehr dünn, stolze 4 Minuten blieb man ohne Korb. Dennoch stand vor dem Schlussviertel eine 58:33 Führung Beşiktaş Bektaşi. In der 33. Minute schraubte Allen mit diesem Dreier die Führung auf 28 Zähler. Die treuen Fans wurden endlich mal belohnt. In der Schlussphase feierte Youngster Daniel Zasche noch seine Zweitliga-Premiere. Die beiden besten Tübinger Werfer nochmal im Zusammenspiel. Timmer auf Allen. Beide kamen am Ende auf jeweils 14 Zähler. Dann war Schluss. Die Tigers Tübingen schlagen die Young Pikes Baunach mit 82:56 und feierten damit ihren zweiten Saisonsieg. Gleich 6 Akteure konnten zweistellig punkten. Grundstein war jedoch dieses Mal die starke Defensive. Weiter geht's dann im November, Teil 2 folgt. Das war's vom Sport. Tschüss zusammen.